Auf macht es tot! Macht ich hoffe, Ding schießt zurück! Wo ist sie? Naja, wir müssen erstmal hinfliegen. Meine letzten vier Idrisse haben alle nicht zurückgeschossen. Ja? Ja. Wir dürfen uns nur nicht vor die Railgun setzen. So, er hat mich mitgenommen, irgendwer hat mich erwischt. Ja, ich hab's sogar nicht gedrückt diesmal. Juhu! Auf zum Maltrox! Ich glaube, ein Treffer von dem Railgun-Geschütz überlebst du sogar. Mit der. Ja gut, mit den zwei Schilden. Ich würde das nicht testen. Na, als ich mit der Freelancer gegen sie gekämpft habe, da hat sie irgendwie so komische Geräusche gemacht und so ein heller blauer Strahl kam auf mich zu. Und da gehe ich sehr stark davon aus, dass das Railgun-Geschütz war. Und hat die Freelancer öfters überlebt. Mit genügend Abstand natürlich, dass die Schilde wieder voll waren. Na, nehmt er uns mit, ja. Wow. Bin da. Yay. So. Ah, Kacke. Was für ein Kacke? Kacke, ja. Wo ist er? Wo ist er denn? Der ist noch gar nicht da. Nein, der ist noch nicht da. Hallo, Trümmerstück. Ich geh mal ein bisschen zur Seite. Der muss erst noch gebaut werden, hallo? Vermutlich. Die muss erst noch geliefert werden, das dauert eine Weile. Madhox Arlington. Wie Sie sehen Sie noch nichts. Ah, der müsste ja gleich kommen. Ja, hier habe ich bei dem Marker immer Angst, wenn ich hier warte, dass mich die trudelnde Station immer erwischt. Ja, das hat sie einmal. Schön dreimal auf das Subtargeting drücken, dann kann man die hinteren, die Hauptengines abballen. Von der Idris? Ja. Dreimal? Check. Dreimal, ja. Ich hab das gar nicht definiert. Ist Solo auch sehr praktisch, dann kann man sich schön auf das hintere Schild fokussieren. Ja, die triffst du noch besser als das seitliche, was man beim ersten hat. Genau. Gut, man muss beim dritten auch ein bisschen aufpassen, dass man das hintere erwischt und nicht das seitliche, aber das funktioniert. Ja, wo ist sie denn? Der kleine Racker. Und wenn das Engine zerstört wird, auch einfach wieder dreimal und so weiter, sind dann immer die hinteren Hauptengines sind vier Stück total. Neutralize. Maltrox, Arlington. Maltrox, Arlington, wo bist du? Ich muss mir mal unter den Flügeln auch Gegimbelte einbauen. Irgendwas ist aufgetaucht? Nein, es hat dich nur was ausgeschaltet. Achso. Was macht er denn hier? Ja, kurz zoomen, ob wir den Skorak auch sehen. Ach, da sitzt er. Für mich schaut's aus, als würde der erschlagen werden von der Station da. Wer wird erschlagen? Irgendwas ist aufgetaucht. Das ist doch gar nicht so weit weg. Ich sehe es nicht. Warte mal. Jo. Ah, ja. Wo ist denn da? Links von riesiger dir. Marker, okay. Riesiges Objekt. Also hinteres linkes Triebwerk. Ich sehe es mit feinem Auge. Jetzt ist auch der Questmark drauf. Also das braucht man ja nicht mal markieren, so groß ist es. Dreimal die Acht. Vielleicht alle vier Raketen geladen? Fertig machen zum Feuer der Raketen und Abmarsch. Warte schon wieder nicht. Ein bisschen höher die Nase bitte. Achso, sorry. Ach, ich war gerade so schön am Fliegen und dachte, schön. Danke, reicht schon. Nur noch zwei Raketen. Da freue ich mich auf Squadron 42, weil das unsere Homebase wird. Ich muss
muss mal kurz ein bisschen. Ich nehme die Nase gleich wieder rauf. Oh, oh, ja. Raketen. Ein schönes Schiff. Wow. Was war das? Schon passen alle Raketen gleichzeitig fast. Alle losgeflogen. Der wehrt sich ja nicht. Naja, was soll er machen? Ich glaube, er versucht die ganze Zeit seine Dings auszurichten. Ja, aber dann hat er eine Menge Türme eigentlich. Nicht so, so meinst du das, ja, ja. Das Ding hat mehr Türme als die Hammerhead, also eigentlich, ja. Wo ich trotzdem tunlichst versuche, hinter ihm zu bleiben. Also das hintere Schild ist übrigens down, wenn ihr euch auf das konzentriert. Sobald ich wieder hinkomme, check. So, aber dich da dran bleiben, das ist ja. Weil sonst wird es schwierig, den Bereich zu treffen. Er brennt schon ordentlich, kann das sein? Er hat auch schon Menschen zum Boden. Hat das eigentlich irgendwie eine Auswirkung auf sein Flugverhalten? Nicht wirklich. Bei den Geschwindigkeiten denke ich mal noch nicht. Die fliegt ja nicht richtig, sondern trugelt immer nur so ein bisschen. Ja. Als Pilot dürfte man das wahrscheinlich schon merken, aber von außen. Bleib doch mal stehen, Dicke. Was? Da fliegt auf mich zu, nein! Wenn's hell wird, war's die Railgun. Ja, würde ich auch gerne mal von einem anderen Blickwinkel sehen. Und nicht nur von vorne. Also bei der sieht man auch schön, wie sie sich auflädt, bevor sie schießt. Wie gesagt, ich habe sie letzten Male nur direkt von vorne gesehen. Ja, ich hatte die andere Pistole. Seitschiffe tauchen auf, glaube ich, ne? Ja, die ist schon fast tot und die Begleitschiffe. Wollen wir mal rechts rumfliegen, damit euch nicht schlecht wird? Jetzt kommt hier eine Rakete. Es geht jetzt. Das ist eine schöne Position. Ich sehe nichts. Ich glaube, da ist was explodiert. Die nächste Engine ist weg. Der hat nur noch von den Hauptengines nur noch die rechte. Hatte noch nie alle vier weg, bevor sie explodiert ist. Spezielles Ziel oder einfach von hinten draufballern? Die rechte Hauptengine. Dreimal die rechte. Die rechte. Ach, die 8 ist das? Keine Ahnung, ich hab's auf dem Joystick. Ja, Standardbelebung ist die 8. Einfach dreimal draufdrücken. Werden wir beschossen oder was ist das da, was ich da höre? Wahrscheinlich schon. Ich hab grad auch geleuchtet. Aber ich glaube, unseren Schilden geht's noch gut. Boah. Mach sie kaputt! Ich glaube, die Hauptengine soll kaputt sein, aber die ist ja noch dran. Und wieder andersrum fliegen. Juhu! Einmal hin und einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. So der Art. Oh. Da ist irgendwas. Oder so wie, was ist denn da gerade explodiert? Meinst du Begleitschiff? Oder so wie beim Däumchen drehen. Lieber Gott, ich bin nicht dumm, ich kann das auch noch andersrum.
Contact. Sieht aber nicht mehr so gut aus. Ui. Das war... Die Idris hat mich gerammt. Bist du tot? Oh nein! Ja. Wir haben einen Mann verloren. Nein. Hat aber schön ausgeschaut. Wie viel hat's? Auch schon ganz gut. Wie viel hättest du denn noch? Die müsste ja eigentlich bald hinüber sein, oder? Keine Ahnung, scan sie mal. Geht grad nicht mit. Die Nase gleich rauf. Bin eh gerade beim Kondensator aufladen. Wolfi, scan das Ding noch mal. Ja, der Pilot hat richtig Übung für Multicrew. Hat ah, Raketen gehen ob jetzt. Ich sehe keine Raketen. Oh, da ist was eingeschlagen, Tatsache. Haben die Abwehrmaßnahmen aber ein bisschen spät gerade bei ihm. 29! 29, okay, dann ist er ja bald hinüber. Kommst du so ran? Mal schön einen Tech rein hier, damit die Schilde unten bleiben. Schon leer. Du, geh doch mal down hier. Jetzt treffe ich es nicht mehr. Die macht Sprünge. Sorry. Jetzt aber, oder? Ja, so gerade noch. Passt. Okay, Swoopy, du musst noch mal ganz kurz tapfer sein. So, machen wir es einfach mal so. So triffst du vielleicht. Also, der Kondensator muss ich ständig aufladen. Da ist kein Problem, wenn ich ein paar Sekunden nicht drauf ziehen kann. Boah, knapp. Gib die Idris. Sieht schön angeschmoldert aus. Ich muss sagen, es ist so, als Flugtraining ist es gar nicht mal schlecht. So, so nach dem Motto am Heck von der Idris. Oh. Ja! Jo, Abstand! Macht den Knall! Ich bin nicht da! Wunderbar! Rums! Juhu! Das Feuerwerk. Ha! Warum habe ich dafür jetzt kein Geld gekriegt? Aber war Geld. Echt? Ja. Irgendwas von Complete habe ich gerade noch gesehen. Ja, okay, ich habe irgendwas gekriegt. Wir haben da noch ein Ziel. Ja. Das war der Wolfi, Nee, weg ist das. Der Wolfi hat's schon gekillt. Weg. Super! Da haben wir auch mal ganz kurz eine Idris gekillt. Ich finde, dass ja. Also für eine Redeemer und zwei Ares war das ganz gar nicht mal so blöd. Er hat auch nicht mal so lange gedauert. Ja. Normalerweise nage ich mir da einen Wolf. Könnt ihr mal noch schnell da bleiben? Sorry, ich kann euch eh nicht anspringen, ich sehe euch gar nicht. Hast du das Ding gekriegt, Skorak? Den ja, so? Aber meine Leiche. Ach so, ist die hier noch irgendwo? Müsste, aber ich sehe sie bei der Sonne angezeigt, also ja. Also nein. Doch, die ist da. Aber ihr findet sie auf Sicht bestimmt nicht und ich finde sie nur, wenn ich zu euch garantiert nicht, wo wir hier gerade rumgeflogen sind, wie die bekloppt. Genau. Ist uns auf der Map und wenn nicht, Gruppe verlassen, wieder reingehen. Ja, das stimmt, das könnte man versuchen. Aber erstmal schnell in mein Schiffchen, weil ich bin gerade bei Crusader Allies. Ja, der Marker von der Leiche springt um, wenn man sich auf 25 Kilometer nähert. Habe ich gerade rausgefunden. Getestet? Ja, heute habe ich es durch Zufall gesehen. Dass ich angeflogen bin und plopp und 25. Na, dann bleiben wir mal hier und hoffen, dass.
Wolfi, du musst mal aussteigen und in Iva gucken, ob du die Leiche findest. Kannst du mich noch mal in die Party einladen? Mach ich. In Wald kommt. Was, wie soll ich da eine Leiche finden? Bist du jetzt echt ausgestiegen? Nee, ne? Mach heute deine Batzelaugen auf. Du hast doch so einen Helm mit großen Augen, Wolfi. Da siehst du die doch bestimmt. Konnte ich mit dem Scanner sehen? Leider nein, habe ich gerade schon angeschmissen. Nur eine Drake-Caterpillar. Ja. Das ist auch so ein Wasch, den sie hoffentlich bald fixen. Wieso siehst du eine Drake-Caterpillar? Ja, da ist. Ja, ist ein neutrales Ziel. Ja. Ja, dann steht auf da sie mit Gebrüll. Auf sie mit Gebrüll. Ne, wir warten jetzt erstmal, bis Gorak hier ist, damit er seine Leiche wieder kriegt. Wenn nicht, ist kein Weltuntergang. Ist jetzt nichts Unersetzbares dran. Naja, und wenn nicht, dann gibt's halt ein Charakter-Reset. Nee, es ist gekaufte Rüstung, ist nicht mal so. Irgend sowas. Und 3.16 kommt ja bald, dann dürfte man auch wieder alles haben. Ach so, ja. Siehst du uns jetzt? Also in der Dinka, also in der Overworld sehe ich euch nicht. Ich muss mal auf der Karte gucken. Aber die Karte lebt gerade nicht im Quantum Drive, doch jetzt. Nein, ich sehe euch nicht. Ah, dann werden wir wohl an die Leiche nicht rankommen, oder? Bei welchem Mond wart ihr noch gleich? Jela? Ich weiß es nicht, nee. Nein. Falscher Planet. Oh, falscher Planet. Wir sind bei nicht Aberdeen und nicht Magda. Ja, da bleiben immer noch zwei. Ariel ist auch nicht nach der Farbe zu schließen. Dann dürfte es Ita sein. Ja, Ita ist. Ja, auf gut blöd habe ich mich mal umgeschaut, aber nichts gesehen. Ja, also wenn du hier die Leiche findest, auf Sicht, dann Respekt. Du hast bei im KSP gesehen, wie man einfach nur startet und dann zufälligerweise sofort eine Runde Wu hat. Das war... Das gibt so dumme Zufälle. Das war ein interessanter Zufall. Aber dann auch noch so punktgenau.